Hallo und herzlich willkommen zum Swiss Nightlife Award 2013. Du hast eingeschaltet zur Sendung rund um die Preisverleihung. Und heute Abend werden die ausgezeichnet hier im Komplex, die uns nach einer guten Party wöchentlich Kopfweh bescheren. Die gewinnen, die gewinnen den Eulen und die verlieren, die können ihre Niederlage nachher an der Afterparty ertränken. Los geht's mit dem Swiss Nightlife Award 2013. Auch mit 16 Jahren anfangen in Ausgang gehen. Wie hat sich das vielleicht so ein bisschen in den letzten Jahren verändert? Gehen die noch gleich in Ausgang wie damals? Nein, also ich definitiv nicht mehr. Also ich bin auch mit 16, das sind so die Grodonia-Oxa-Zeiten. Ich bin so ein klassisches Oxa-Kind. Und jetzt geht man sicher gezielter in den Ausgang. Man geht eher das Nachtessen und geht dann mit den Freunden und mit der Freundin geht man dann etwas Gutes trinken und macht vielleicht nicht mehr Clubbing bis am Morgen um 7 Uhr. Das machen wir nicht mehr, nein. Also ich zumindest nicht mehr. Er schon noch, er ist natürlich noch jung. Ich bin ein paar Jahre jünger. Also ja. Wenn man etwas jünger ist, kann man auch noch ein bisschen mehr in den Ausgang. Ja, also ich meine, ich gehe halt wie jetzt nicht mehr so oft in den Ausgang selber. Ich habe gar keine Zeit. Ich bin immer am Arbeiten am Wochenende. Wenn dann am Donnerstagabend unter der Woche, aber dann so mehr eigentlich in die Bars, dann muss ich nicht unbedingt in den Club rein. Also ich persönlich bin sicher ruhiger geworden, mache das seit 20 Jahren. Und die ganz schlimmen Abstürze gibt es noch ab und zu, vielleicht heute, aber sonst wird man gegen die 40 langsam ruhiger. Mit 16 ist man sicher noch unkontrollierter in den Ausgang gegangen. Man ist einfach mal gegangen, ist irgendwo gelandet, ist mit irgendeinem Kollegen in einer WG-Party gewesen, plötzlich mit Leuten, die man gar nicht gekannt hat. Und heute mache ich das schon gezielter, ich gehe nicht mehr so viel in den Ausgang. Und wenn, dann weiss ich genau woher und was für Musik und mit welchen Leuten. Einfach weil man es schon tausendmal erlebt hat und man nicht mehr so scharf ist auf alles. Für mich ist es immer so gewesen, immer wenn ich im Ausgang war, habe ich Musik gemacht. Und wenn ich nicht im Ausgang war, dann bin ich mit meinen Jungs abgehängt, die nicht gross an Partys gehen. Ja. Die haben noch ein bisschen Poker und machen ein bisschen Sport und haben nicht so viel mit dem Nightlife am Hut. Ich bin ein extremer Sportzünder, das ist wirklich wahr. Ich bin vielleicht so mit 17, 18 zum ersten Mal ins Kaufleute und dann hat man sich gefühlt wie der Größte, oder? Wenn man dort reingekommen ist, sich irgendwie am Türsteher vorbeischlängeln können. Nachher ist es ganz ruhig geworden. Bis etwa 5, 26 bin ich fast nie in den Ausgang. Und dann habe ich es langsam aber sicher ein bisschen entdeckt. In dieser Branche, wenn ich dann bin, die Leute ein bisschen kennengelernt, weil wirklich viele gute Leute da sind, habe ich das dann auch genossen und mache das noch bis heute ab und zu, nicht mehr allzu oft, aber wenn, dann richtig. Du bist ja auch so oft im Ausland unterwegs, du hast wirklich Vergleichsmöglichkeiten. Wie findest du jetzt das Ausgangsleben 2013 in der Schweiz? Wie ist das gewesen? Gut, so ist schwierig auf ein Jahr zu beziehen, weil ich halt eben viel unterwegs bin. Aber ich finde, es tut sich etwas in der Schweiz. Es hat viele coole Bars und Clubs. Und was auch schön ist, einmal wieder Neues. Also ich habe gerade jetzt eine neue Bar entdeckt in der Altstadt. Was mir aber auffallen ist, Clubs geben sich mehr Mühe. DJs auch umso mehr. Also die Qualität kommt langsam wieder. Ich glaube, es hat eine Zeit gegeben, jahrelang, wo es an der Qualität gelitten hat. Und jetzt gibt es wie so eine, ich sag's mal so frech, wie so eine Filtrierung so irgendwie. Aber irgendwie kommt es gut. Eines der besten Jahre seit dem 2000, weil die elektronische Musik hat so einen Aufschwung wie noch nie und darum finde ich auch den Award super heute. Also das ist, ich glaube, in ein paar Jahren werden wir uns erinnern, wie klein der Award jetzt ist, weil er wird immer grösser. Also wirklich Hut ab, dass sie so etwas machen, dass wir eine Institution werden und ich bin mega stolz, bin ich ein Teil davon. Teppich haben die Leute sich jetzt ein bisschen aufwärmen, haben 1, 2 getrunken und jetzt geht es dann los mit der Show. Hallo miteinander, ihr Party-Tiger, Freunde vom Nachtleben, herzlich willkommen zum Swiss Nightlife Award 2013. Hier im Komplex 457 in Zürich. Es ist mir eine Riesenehre, euch dürfen durch die diesjährige Awardshow zu führen. Natürlich nicht allein, sondern zusammen mit einer wunderbaren, wunderschönen Co-Moderatorin Zoe Torinesi. Danke vielmals. Meine bessere Hälfte heute auf der Bühne, der Max Lang. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, nicht einfach nur, weil du ein geiler Sieg bist, sondern auch, weil die Flug gestern relativ spät angekommen ist und ich habe gedacht, hey, wenn du es nicht mehr schaffst, von allein hierher, dann haben wir wirklich ein Problem. Best Event Series geht an Rakete!
winner is... Premierhut People in the City. Parlez français? I'm sorry, we don't speak German, as usual. But thank you for this prize. What made your event so special? What do you think? Because it's also enough location, it's a daytime party. We built a swimming pool only for 12 hours, and people are following us because they are waiting for this every year. And in our small French part of Switzerland, I think we are doing the things as best as possible. Und der Gewinner ist Street Parade. Der Robin soll auch hier kommen. Hallo Robin. Es ist wirklich eine Überraschung. Es hat niemand von uns mit dem gerechnet, zumal wir eigentlich noch mehr Leute vom OK mitnehmen und das dann eben nicht möglich ist. Dann sind wir noch zu dritten da, aber es arbeiten ja viel mehr an der Street Parade, dass das jedes Jahr da steht. Und ja, darum stellvertretend, also ja, ich weiß nicht, nein, das Bier langt auch nicht für alle, die mitschaffen. Ich wollte sagen, aber tun wir schon noch anfeiern dem Fall mit allen, die immer dazu beitragen. Das wären wir ganz bestimmt, ja. Nightlife Award, wir haben ihn gewonnen, DJ Anton, ich sage euch ganz herzlich Dankeschön. Meine Fans, meiner Plattenfirma. Oje, oje, oje. Ich nehme den Preis gern stellvertretend an für all die, die in meiner Kategorie nominiert gewesen sind, Adriatic, Luciano. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht wirklich überrascht. Ich habe einen halben Tag nach dem Jahr, das du gehabt hast. Bist du happy? Ja, ich bin happy. Okay, und das Erste, was du gerade jetzt geschrien hast und reingekommen bist, ist, wo ist Zoe? Zoe? Ah, wo ist Zoe? Ja, natürlich, weil Zoe unterstützt mich. Und sie muss mich auch aushalten, weil wirklich 24 Stunden am Tag geht es wirklich immer noch um meine Musik. Und sie ist wirklich so der ruhige Pol und holt mich wieder oben runter, wenn ich wieder irgendeinen coolen, grossen Gig habe. Und Guten Abend miteinander. Es ist mir eine grosse Freude und eine grosse Ehre, dass... Es ist halt immer so, wenn du den nicht eigentlich persönlich gewonnen hast und verdient hast, dann ist es nur so bedingt schön. Aber ich freue mich extrem für das Zürich Open Air Team, wo sicher in den letzten zwei Jahren bewiesen haben, dass sie Setup und vor allem Line-Up-seitig fantastisch performt haben. Danke vielmals an unser Team, danke an alle, die gewotet haben. Und wir sehen uns im Café Gold. Das Konzept bedeutet oder heisst Leidenschaft. Und so wie wir gestartet sind die letzten vier Monate, so werden wir die nächsten 12 Monate auch angehen. Okay, mit einem grossen Applaus bitten wir den Mr. Ulysses Brown auf die Bühne.
Es ist gegessen worden, getrunken, verloren und gewonnen. Und ich habe mich bestens unterhalten gefühlt. Und eigentlich könnte man ja jetzt sagen, die Sendung ist da vorbei. Aber nicht nur sonst sind wir beim Swiss Nightlife Award. Und darum wird zum Abschluss natürlich noch kräftig gefeiert. Live Award 2013, ein unterhaltsamer Abend, geht für mich langsam zu Ende und ich freue mich auf den wohlverdienten Feierabend und stürze mich jetzt als erstes Mal an die Bar. Tschüss zusammen!